Die Geschichte der Sudetendeutschen ist eng verbunden mit der Geschichte der historischen Länder Böhmen, Mähren und Schlesien, die wiederum mit der Geschichte Altösterreichs und der des Deutschen Reiches zusammenhängt. Im Jahre 1526 kamen die Heimatgebiete der Sudetendeutschen zum Habsburgerreich. Der Untergang der Donaumonarchie leitete dann eine Katastrophe ein, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit der Vertreibung und teilweisen Vernichtung der deutschen Bevölkerung ihren traurigen Höhepunkt erreichte. Die fast 800-jährige Geschichte der Sudetendeutschen endete in einer unbeschreiblichen Tragödie von Blut und Tränen. Nachdem die keltische Bevölkerung der Boier von germanischen Stämmen verdrängt wurde, gründeten die Markomannen unter König Marbod 8 nach Christus das erste germanische Reich. 500 Jahre später zogen sie in das heutige Bayern. Ende des 6. Jahrhunderts kamen dann aus dem Osten slawische Stämme und ließen sich in den fruchtbaren, waldfreien Gebieten des mittleren Böhmen und Mähren nieder. Der um Prag siedelnde Stamm der Tschechen errang unter dem Herrschergeschlecht der Pschremisliden im 9. Jahrhundert die Führung über die slawischen Kleinstämme und herrschte nun über die böhmischen Länder. Um 911 wurden die böhmischen Länder ein Bestandteil des Deutschen Reiches. Im Jahre 1198 erhielt Ottokar I. den erblichen Königstitel. Der mächtigste der Pschremisliden, der böhmische König Ottokar II., strebte in der kaiserlosen Zeit sogar nach der deutschen Königskrone, unterlag aber 1278 in der Schlacht bei Türngrut gegen den deutschen König Rudolf I. von Habsburg. Die Herrscher der böhmischen Länder erkannten bald, dass im eigenen, für das slawische Volk viel zu großen Machtbereich sehr viel brach lag, denn Landwirtschaft, Handel und Gewerbe sowie der Berg- und Städtebau waren vergleichsweise nur wenig entwickelt. So begannen die böhmischen Landesfürsten vom 12. Jahrhundert an, systematisch deutsche Ansiedler ins Land zu rufen. Es waren Bauern, Handwerker, Kaufleute, Baumeister und Bergleute, die hier im Vertrauen auf die gemachten Versprechungen Arbeit, Brot und eine neue Heimat finden sollten. Da die Täler und Ebenen in der Mitte des Landes schon von Slawen besetzt waren, mussten sich die Deutschen mit den Randgebieten begnügen. Schon seit dem 9. Jahrhundert haben deutsche Mönche und Priester von Regensburg und Passau aus in den böhmischen Ländern missioniert, war die Kirche erster Mittler deutscher Sprache und westlicher Kultur in Böhmen.
Die deutschen Ansiedler kamen hauptsächlich aus dem benachbarten bayerischen Raum, aus Mainfranken, Schwaben und der Oberpfalz. Im Schönhengstgau, in Nordmähren und um Hohenelbe ließen sich überwiegend ostfränkische Siedler nieder. Für die nordböhmischen Erzgruben interessierten sich wieder Bergknappen aus dem Harz, aus Thüringen und aus dem sächsischen Erzgebirge. Mitteldeutsche Siedler zog es über die Lausitz nach Schlesien. In den südböhmischen und südmährischen Raum kamen größtenteils Ansiedler aus Österreich. Die deutschen Bauern gründeten in der Regel langgestreckte Rheindörfer, von denen sich ihre Felder in langen Streifen vom Dorfbach im Tal bis zur Anhöhe oder bis zum Wald hinzogen. Vom gerodeten Holz wurden Häuser gebaut und mit Steinbau befestigt. Mit viel Mühe und Schweiß machten sie aus den vielfach waldreichen Gebieten fruchtbare Ackerfelder und erzielten bald gute Erträge. Auch Handel und Gewerbe entwickelten sich rasch und deutsche Bergleute drangen in die Tiefe des Erzgebirges, erschlossen die wertvollen Silberminen. Um 1300 hatten die böhmischen Länder mit den deutschen Siedlungen ein völlig neues Gesicht bekommen, das ganze Land blühte auf und der Wohlstand stieg. Bis zu Beginn des 15. Jahrhunderts waren fast alle Städte in Böhmen, Mähren und Schlesien deutschen Ursprungs, wurden nach deutschem Stadtrecht durch Bürgermeister und Räte eigenverantwortlich verwaltet. Dank des unermüdlichen Pioniergeistes der deutschen Kolonisten wurden die böhmischen Könige zu den wohlhabendsten und mächtigsten Fürsten des mittelalterlichen römisch-deutschen Reiches. Sie räumten den Deutschen auch gerne dieselben Rechte ein, die diese schon im Herkunftsland hatten. Im deutschen Privileg Herzog Sobieslavs I. um 1176 heißt es: Ihr sollt wissen, dass die Deutschen freie Leute sind. In der Ahnengalerie der Sudetendeutschen gibt es kaum Männer mit leuchtender Rüstung, aber Millionen zerfurchter Gesichter mit schwieligen Händen, die dem Land Glanz und Reichtum brachten. Nach der fast 500 Jahre währenden Regentschaft der Pschremisliden bestiegen die Luxemburger den böhmischen Thron. Der größte unter den Luxemburgern war sicher Karl IV., der 1355 in Rom zum deutschen Kaiser gekrönt wurde. Während seiner über 30-jährigen Regierungszeit hat er Prag zur Hauptstadt des Deutschen Reiches erhoben, 1348 in Prag die erste Universität des Deutschen Reiches gegründet und dem Römisch-Deutschen Reich 1356 mit der Goldenen Bulle eine bis 1806 gültige Verfassung gegeben. Unter seiner Herrschaft erlebte das Land eine beispiellose Blüte. Mit dem Veitsdom auf dem Hradschin und der steinernen Karlsbrücke hatte Kaiser Karl seiner Residenzstadt Prag eine so markante Kulisse verliehen, dass auch der spätere habsburgerische Kaiser Rudolf II. Dort seine Residenz aufschlug. Musik.
Am 24. Februar 1527 wurde in Prag der spätere deutsche Kaiser Ferdinand I. zum böhmischen König gekrönt. Seit dieser Zeit regierten die Habsburger als Könige in Böhmen und bestimmten das Geschehen bis zur Auflösung der Monarchie im Jahre 1918. Obwohl das breite tschechische Volk aus diesem Wohlstand selbst den größten Nutzen zog, erblickte es in den Deutschen auf einmal Eindringlinge, gegen die es einen Besitzneid entwickelte, der ungeahnte Ausmaße annahm und in der hussitischen Bewegung einen traurigen Höhepunkt erreichte. Die wirklichen Ausbeuter waren aber die Feudalherren. Auch die deutschen Bauern waren dem Landesherrn untertan, hatten als solche Fron- und Robotdienste zu leisten und mussten ein Zehntel der Erträge an die Kirche abliefern. Sie waren politisch unmündig, der Gutsherr konnte sie zur Arbeit verdingen, verleihen oder verschenken. Anlässlich eines hussitischen Demonstrationszuges am 30. Juli 1419 stürmten radikale Anhänger in Prag das Neustädter Ratshaus und warfen 13 deutsche Ratsherren aus dem Fenster. Der Bürgerkrieg zwischen Tschechen und Deutschen, zwischen Hussiten und Katholiken begann. In einem Blutrausch wurden viele Kulturgüter vernichtet, Städte und Dörfer, Klöster und Kirchen zerstört. Die Leidtragenden in diesen 17 Jahre dauernden Kriegen waren letztlich die Deutschen. Sie wurden oft auf mörderische Weise stark dezimiert und radikal tschechisiert. Das Land war total verarmt, 1500 Dörfer verschwanden ganz und viele Städte wurden zerstört. Die Deutschen waren von da an 200 Jahre lang praktisch rechtlos, ihre Sprache war verboten. Am 23. Mai 1618 probten revoltierende protestantische Stände und Adelige den Aufstand gegen den böhmischen König und deutschen Kaiser Matthias, der mit dem zweiten Prager Fenstersturz endete. Der 30-jährige Krieg war damit geboren. Die Habsburger wurden der Krone verlustig erklärt, man holte sich einen protestantischen König aus der Pfalz. Zwei Jahre später, nach der vernichtenden Niederlage der böhmischen Streitkräfte am Weißen Berg bei Prag, war der Aufstand zu Ende, die Habsburger wieder Herr in Böhmen. Das Kaiserhaus verhängte ein Strafgericht über den rebellierenden böhmischen Adel, die beiden Länder, Böhmen und Mähren, wurden zu Erbländern, zum Besitztum des Hauses Habsburg erklärt.
Infolge des unseligen Krieges sank die Einwohnerzahl in Böhmen von ursprünglich etwa 3 Millionen auf nicht einmal 800.000. Der tschechische Volksteil geriet in eine verschwindende Minderheit. Er lebte in politischer, wirtschaftlicher, kultureller und sprachlicher Hinsicht einen noch nie dagewesenen Tiefpunkt. Die von Frankreich ausgehende nationalistische Welle erreichte im Revolutionsjahr 1848 auch die böhmischen Länder und trübte die Beziehungen zwischen Deutschen und Tschechen. Der Aufstand in Prag am 12. Juni 1848 wurde von Feldmarschall Windischgrätz niedergeschlagen. In der Folge räumte der Wiener Hof den Tschechen alle Rechte in der Sprache, im Schul- und Hochschulwesen ein. Im österreichisch-ungarischen Ausgleich vom 8. Juni 1867 hat Kaiser Franz Josef den Ungarn eine weitgehende Eigenstaatlichkeit zugestanden. Dieser Ausgleich hat bei den anderen Nationen der Monarchie Missgunst, Neid und Ablehnung hervorgerufen. Besonders die Tschechen sahen sich benachteiligt und wünschten sich einen von den Tschechen beherrschten Nationalstaat. Es entstanden immer häufiger nationale Konflikte, welche die Spaltung der Sudetendeutschen und Tschechen vorantrieb. Demonstrationen, Tumulte in den Parlamenten und blutige Unruhen, Verhängung von Ausnahmezuständen beherrschten das politische Bild bis zum Ersten Weltkrieg und dem anschließenden Zerfall der Monarchie. In dieser unruhigen Zeit prägte und verbreitete sich auch der Begriff Sudetendeutsch. Die Schüsse auf das österreichische Thronfolgerpaar am 28. Juni 1914 in Sarajevo bedeuteten Krieg. Nach anfänglichen Erfolgen der Mittelmächte erstarrten beide Seiten in einem mörderischen Stellungs- und Grabenkrieg. Eine entscheidende Wende bahnte sich erst mit dem Eingreifen der USA im April 1917 an. Mitten im Krieg, am 21. November 1916, starb Kaiser Franz Josef. 2 Jahre später war der Krieg zu Ende, der Vielvölkerstaat brach auseinander. Sehr erfolgreich wirkte vor und während des Ersten Weltkrieges im sicheren Ausland eine Gruppe antiösterreichischer Tschechen. An ihrer Spitze standen der spätere Staatspräsident Tomáš Masaryk, der mit einer Amerikanerin verheiratet war, und der spätere Außenminister Edward Beneš. Masaryk arbeitete in den USA, Beneš in Paris und London. Zielstrebig arbeiteten sie an der Errichtung eines selbstständigen Slawenstaates, verbreiteten dabei Unwahrheiten über Größe und Ausdehnung der sudetendeutschen Gebiete sowie der dort lebenden deutschen Bevölkerung. Von den fast 3,5 Millionen Sudetendeutschen haben sie 1 Million unterschlagen
und das geschlossene deutsche Siedlungsgebiet einfach geleugnet. Nach 4 Jahren Krieg, Zerstörung und Hunger ging der Erste Weltkrieg zu Ende, das Habsburgerreich wurde zerstückelt. Unter den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns hatte die erste tschechoslowakische Republik, GSR, das wertvollste Erbe angetreten. Sie übernahm den größten Teil der Industrie des alten Österreich, einen Großteil seiner Bodenschätze, gute Verkehrswege und eine ertragreiche Landwirtschaft. Die GSR gehörte bei den Friedensverhandlungen zu den zeichnungsberechtigten Siegermächten, obwohl sie zu dieser Zeit überhaupt noch nicht bestand. Tomáš Masaryk und Edvard Beneš setzten aber nach einer jahrelang im Ausland betriebenen Lügen- und Hetzkampagne mit tatkräftiger Unterstützung Frankreichs durch, dass am 28. Oktober 1918 in Philadelphia ohne einen Friedensvertrag die erste tschechoslowakische Republik ausgerufen wurde. Die rund 3,5 Millionen Sudetendeutschen mit ihrem deutschen Siedlungsraum wurden gegen ihren ausdrücklichen Willen und trotz verkündetem Selbstbestimmungsrecht einem Volk von damals 6,4 Millionen Tschechen ausgeliefert. Den in Wien von der provisorischen Nationalversammlung am 21. Oktober 1918 geforderten Anschluss des Sudetenlandes an Österreich haben die Siegermächte ebenso abgelehnt, wie die Forderung aller österreichischen Parteien, die Republik Deutsch-Österreich an das Deutsche Reich anzuschließen. Mithilfe der in Russland ausgebildeten und schwer bewaffneten tschechischen Legionäre und der Sokol-Miliz und mit Duldung Frankreichs war es für die GSR leicht, die Herrschaft an sich zu reißen und das ganze von den Sudetendeutschen bewohnte Gebiet mit brutaler Gewalt, List und Täuschung zu besetzen. Im Vertrauen auf das von US-Präsident Wilson proklamierte Selbstbestimmungsrecht leisteten die Sudetendeutschen nur geringen Widerstand, in mehreren Orten gab es aber Kämpfe mit zahlreichen Toten. In dem neuen Staat lebten 49% Tschechen, 24% Deutsche, 15% Slowaken, 6% Ungarn, 4% Ruthenen, 2% Polen und andere. Die nach den Tschechen zweitgrößte deutsche Volksgruppe hatte in diesem Staat nichts zu bestimmen, wurde von Anfang an diskriminiert.
Obwohl die Tschechen in diesem Vielvölkerstaat nicht die Mehrheit hatten, betrachteten sie sich als die alleinige, alles bestimmende Kraft im Staat. Selbst das Brudervolk der Slowaken war von dem Slawenstaat tief enttäuscht, weil ihm die von Masaryk zugesicherte Autonomie nicht gewährt wurde. Memoir 3 vom Jänner 1919 an die Friedenskonferenz in Paris sagte die tschechische Nationalregierung zu, dass die Deutschen dieselben Rechte wie die Tschechen und Slowaken haben würden, die deutsche Sprache die zweite Landessprache sein würde, Unterdrückungsmaßnahmen nicht vorkommen würden und das Regime ähnlich dem der Schweiz sein würde. Damit wären die Sudetendeutschen vollauf zufrieden gewesen. Doch nichts davon traf ein. Sogar die Siegermächte gaben später unumwunden zu, dass sie bei der Friedenskonferenz durch vorsätzliche Fälschungen getäuscht worden seien. Das tschechische Regime versuchte mit allen Mitteln, die deutschen Mitbürger zu entrechten und durch eine rücksichtslose Tschechisierung auszulöschen. Während man in den deutschen Gebieten tschechische Minderheitenschulen für oft nur wenige Schüler errichtete, wurden bis 1927 fast 500 deutsche Schulen aufgelassen. Die staatlichen Behörden im rein deutschen Raum wurden durchwegs mit tschechischen Beamten besetzt. Dafür wurden deutsche Beamte entlassen oder bestenfalls ins tschechische Sprachgebiet versetzt. Staatsaufträge wurden an Deutsche kaum vergeben. Im Zuge einer geschickten Bodenreform beschlagnahmte man vornehmlich Güter des deutschen Adels und siedelte darauf kinderreiche tschechische Familien an. Der deutsche Sprachraum wurde immer mehr von den Tschechen durchsetzt. Die Deutschen waren auch am stärksten von der Arbeitslosigkeit der 20er Jahre betroffen. Eine solche Entrechtung musste zwangsläufig den Kampf um die nationale Existenz eines Volkes von 3,5 Millionen entfachen. Am 30. Jänner 1933 betraute der greise Reichspräsident von Hindenburg Adolf Hitler mit dem Amt des Reichskanzlers. Unter dem Vorwand der völkischen Erneuerung und der nationalen Erhebung schaltete Hitler mit Hilfe von Verordnungen und Ermächtigungsgesetzen Parlament und Reichstag aus. Nach dem Tod des Reichspräsidenten am 2. August 1934 errichtete er eine persönliche Diktatur. Das Dritte Reich war geboren. In der Folge wies Adolf Hitler unermüdlich auf die notwendige Erweiterung des Lebensraumes für die 85 Millionen Deutschen in Europa hin. Zu diesem Zweck nahm er als erstes sein Heimatland Österreich ins Visier. Doch die österreichische Schuschnigg-Regierung sträubte sich dagegen. So ließ Hitler am 12. März 1938 einfach deutsche Truppen in das Land einmarschieren und sein Heimatland ins Reich heimholen.
In der Tschechoslowakei forderte Heinleins Sudetendeutsche Partei mit Nachdruck eine Autonomie und die Herstellung der vollen Gleichberechtigung der deutschen Volksgruppe mit dem tschechischen Volk. Bei den Parlamentswahlen am 19. Mai 1935 erhielt Heinleins Sudetendeutsche Partei mit 1,25 Millionen Stimmen um 73.000 Stimmen mehr als die stärkste tschechische Partei. Aber selbst diese Tatsache bewegte Edvard Beneš, der nach der Abdankung Masaryks im Jahre 1935 Staatspräsident wurde, zu keinem Entgegenkommen. Die Lage spitzte sich zu, als Beneš, statt zu verhandeln, im September 1938 die Generalmobilmachung von 1,5 Millionen Soldaten anordnete und über die sudetendeutsche Gebiete das Standrecht verhängte. Rundfunkgeräte wurden beschlagnahmt, 20.000 Sudetendeutsche als Geiseln festgenommen, Tunnels, Brücken und Eisenbahnstrecken zerstört. Auf dem Höhepunkt der Sudetenkrise forderten und erreichten England und Frankreich von der Tschechoslowakei die Abtretung der Sudetengebiete an das Deutsche Reich. Die Abtretung entsprach dem Vorschlag des damaligen Vermittlers im Nationalitätenstreit, des britischen Lords Runciman, und wurde am 21. September 1938 von der GSR akzeptiert. Das Münchner Abkommen regelte dann nur mehr die Durchführungsbestimmungen der Abtretung. Die Besetzung des Sudetenlandes durch die deutsche Wehrmacht erfolgte vom 1. bis 10. Oktober 1938 in 4 Etappen. Der größte Teil des Sudetenlandes wurde zum Reichsgau Sudetenland mit der Gauhauptstadt Reichenberg und den drei Regierungsbezirken Karlsbad, Aussieg und Troppau. Die Gebiete Böhmerwald und Südmähren wurden den Gauern Bayerische Ostmark, Ober- und Niederdonau angegliedert. Das Sudetenland umfasste eine Fläche von rund 27.000 Quadratkilometer und hatte 3,5 Millionen Einwohner. Mit dem Jubel über den Anschluss ihres Landes an das Deutsche Reich verbanden die Sudetendeutschen keine Verherrlichung des Nationalsozialismus. Sie kannten ihn weder in seinem Wesen noch in seiner Zielsetzung. Vielmehr war es Ausdruck der Freude über die Befreiung von einer Fremdherrschaft und über die Zugehörigkeit zum deutschen Volk. Doch das Jahr 1938 klang nicht nur mit Jubel aus. Bis Dezember wurden von Hitlers Gestapo 2500 Sudetendeutsche allein ins KZ Dachau eingewiesen. Insgesamt gab es mehr als 20.000 Verhaftungen und Deportationen. Etwa 30.000 Deutschen gelang die Flucht ins westliche Ausland. Nachdem sich auch die Slowakei unabhängig erklärt hatte, blieb von der früheren GSR nur noch ein kleiner Rumpfstaat übrig, den Hitler am 15. März 1939 mit einem einfachen Federstrich zum Reichsprotektorat Böhmen-Mähren erklärte und militärisch besetzte.
Mit dem Einmarsch in Polen am 1. September 1939 löste Hitler den Zweiten Weltkrieg aus. Die Folgen dieses unheilvollen Krieges waren verheerend. Insgesamt über 50 Millionen Menschen haben in diesem schrecklichen Krieg ihr Leben verloren. Etwa 15 Millionen Deutsche aus den deutschen Ostgebieten, aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa wurden aus ihrer angestammten, jahrhundertealten Heimat vertrieben. Bis zum Beginn des Jahres 1945 blieb das Sudetenland von unmittelbaren Kriegseinwirkungen verschont. Im Jänner 1945 startete die Rote Armee eine Großoffensive, in deren Verlauf der größte Teil der Sudetenländer kampflos besetzt wurde. Nur die östlichen Kreise von Mähren Schlesien und einige Orte im Nordsudetenland sind im Kampf erobert worden. Schon während des Einmarsches der Roten Armee kam es immer wieder zu Plünderungen, zu furchtbaren Exzessen gegen wehrlose Zivilisten, zu brutalen Vergewaltigungen und Schändungen von Frauen und Mädchen durch russische Soldaten. Im Westen marschierten die Amerikaner Richtung Prag, blieben aber untätig bei Beraun auf der Linie Karlsbad-Bilsen-Budweis stehen, da Eisenhower General Patton das weitere Vorrücken verboten hat. Anfang Mai 1945 war das Land von allen Seiten eingeschlossen, die Deutschen saßen in einer Falle. Der tschechische Aufstand in Prag am 5. Mai 1945 bildete den Auftakt zu der für das ganze Land geplanten Verfolgung und Eliminierung der Sudetendeutschen. Von den etwa 200.000 Deutschen in Prag konnte nur ein Bruchteil die Stadt verlassen. In systematisch durchgeführten Großrazzien wurden die deutschen Familien, meist Frauen und Kinder, aus ihren Wohnungen geholt und in Schulen, Kinos oder Kasernen interniert, wo sie unmenschlichen Verhörmethoden, Schikanen und grausamen Misshandlungen durch die Wachmannschaften und den eindringenden Pöbel ausgesetzt waren. Die Wohnungen der Deutschen wurden sofort beschlagnahmt und von tschechischen Familien belegt. Für die Aufräumungsarbeiten zog man die internierten deutschen Frauen und Männer heran. Die Arbeitskolonnen wurden bereits auf dem Anmarschweg vom Mob überfallen, der die wehrlosen Menschen in grausamer Form misshandelte, sodass einzelne Opfer schon hier den Tod fanden. Später wurden die festgehaltenen Deutschen in große Sammellager wie das Stadion Strahov gebracht,
in dem sich zeitweise fast 15.000 Internierte befanden. Von dort wurden sie entweder als Zwangsarbeiter verschleppt oder in das bekannte Konzentrationslager Theresienstadt gebracht, wo die Misshandlungen weitergingen und Tausende von ihnen ums Leben kamen. Nicht besser erging es den im tschechischen Gebiet beheimateten Deutschen der Sprachinseln von Iglau, Wieschau und Brünn. Die systematische Verfolgung und Vertreibung der Sudetendeutschen setzte kurz nach Kriegsende Mitte Mai 1945 ein. Bevor es zur eigentlichen Vertreibung der Deutschen kam, sollten sie aber zuerst durch ein Meer von Blut und Tränen gehen. In den ersten Wochen wurde das Sudetenland von einer Armee tschechischer Terroristen restlos ausgeplündert und einer beispiellosen Schreckensherrschaft unterworfen. Das ganze Land wurde in ein riesiges Konzentrationslager verwandelt. Bereits am 2. August 1945 wurde den Sudetendeutschen die Staatsbürgerschaft aberkannt. Sie hatten in ihrer 800 Jahre alten Heimat weder ein Bürgerrecht noch Heimatrecht oder Vaterland. Gleichzeitig wurde mit dem Dekret vom 19. September 1945 eine allgemeine Arbeitspflicht für deutsche Frauen und Männer eingeführt. Ihr Menschenleben und ihre Menschenwürde galten nichts. Sie mussten weiße Armbinden oder weiße Stoffflecken mit einem aufgezeichneten N, Deutscher, tragen, sie durften nicht Deutsch sprechen, keine Gehsteige oder öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, weder öffentliche Anlagen oder Lokale besuchen, durften nur zu bestimmten Zeiten einkaufen. Ab 20 Uhr durften sie ihre Wohnung, sofern sie aus ihr noch nicht vertrieben waren, sowie ihren Wohnsitz im Umkreis von 7 Kilometern nicht verlassen. Anfang Juni 1945 wurden alle deutschen Schulen durch eine Verordnung des Erziehungsministeriums geschlossen. Das Dekret vom 18. Oktober 1945 erklärte die deutsche Universität als feindliches Institut und löste sie für immer auf. Die Verfolgung betraf auch die Kirchen. Die deutsche Sprache bei Gottesdiensten wurde verboten. Deutsche Pfarrer und Ordensgeistliche wurden zur Zwangsarbeit herangezogen und verschleppt. Wochenlang waren oft keine kirchlichen Begräbnisse mehr möglich, da keine Priester vorhanden waren. Zwischen Mai und Oktober 1945 verfügte Edward Benesch mit einer Gruppe von Dekreten die völlige und entschädigungslose Enteignung aller Personen deutscher Nationalität. Schon im Dekret des Präsidenten vom 19. Mai 1945, in dem alle Deutschen als staatlich unzuverlässige Personen deklariert werden, wird ihr Vermögen unter nationale Verwaltung gestellt. Am 21. Juni 1945 erklärte Dr. Benesch für Zwecke der Bodenreform das landwirtschaftliche Vermögen der Deutschen als enteignet und verfügt die Aufteilung und Zuweisung an tschechische Landlose und Siedler. Es sei an der Zeit,
für immer den tschechischen Boden aus den Händen der fremden deutschen Gutsbesitzer zu nehmen. Den Schluss bildete das Dekret vom 25. Oktober 1945, in dem alles sonstige, unbewegliche und bewegliche Vermögen der Deutschen beschlagnahmt wird, also Grundstücke, Häuser und gewerbliche Betriebe. In der Folge strömten Hunderttausende von Tschechen in das Sudetenland und ließen sich von den Nationalausschüssen oder Verwaltungskommissionen als Narodni Spravce, Nationalverwalter, in den deutschen Besitz einweisen und vertrieben die bisherigen deutschen Besitzer. Da die neuen Besitzer vielfach nicht die geringsten Kenntnisse von Landwirtschaft oder Betriebsführung hatten und oft nicht gewillt waren, selbst zu arbeiten, verfiel ein Großteil der Höfe und Betriebe. Das Schlimmste aber waren die von den Tschechen verübten menschlichen Grausamkeiten. In den ersten Wochen und Monaten nach Kriegsende war in der Tschechoslowakei die Hölle los. Schwer bewaffnete tschechische Revolutionsgardisten unternahmen regelrechte Strafexpeditionen in den sudetendeutschen Gebieten. Die Bewohner ganzer Ortschaften wurden zusammengetrieben, nach willkürlicher Auswahl vor den Augen der Familienangehörigen misshandelt und ermordet und die Häuser geplündert. So trieb eine Partisanenabteilung am 18. Mai 1945 in Landskron alle männlichen Bewohner auf dem Marktplatz zusammen und improvisierte ein Revolutionsgerichtsverfahren. Unter willkürlichen Beschuldigungen wurden über 20 Männer umgebracht und zahlreiche andere bestialisch geprügelt. Am schlimmsten war es am 31. Juli 1945 in Aussig, wo schwer bewaffnete tschechische Banden alle habhaft gewordenen Deutschen niedermachten. Selbst Frauen und Kinder wurden zusammengeschlagen und von der Brücke in die Elbe geworfen. Allein in diesem Blutbad starben weit mehr als 2000 Deutsche. Nur nervenstarke Menschen können die vielen Augenzeugenberichte über diese Verbrechen an wehrlosen Menschen lesen. Die Vorhersagen Beneschs im Jahre 1943, dass das Ende des Krieges in der GSR mit Blut geschrieben werde, sind von der Wirklichkeit noch übertroffen worden. Doch nicht genug damit. Präsident Dr. Benesch hat mit seinem Dekret vom 8. Mai 1946 alle an den Deutschen begangenen Verbrechen rückwirkend als rechtmäßig und strafrechtlich für nicht verfolgbar erklärt. Die Vertreibung von 3 Millionen Sudetendeutschen begann gleich nach Kriegsende. An der Durchführung war neben den örtlichen Nationalausschüssen und der Revolutionsgarde vor allem die Befreiungsarmee General Svobodas beteiligt, dessen Sprecher am 14. Mai 1945 in Brünn erklärte: Wir werden von den Deutschen verlangen, dass sie ihre Bündel packen und dorthin zurückgehen, woher sie gekommen sind. Oft innerhalb weniger Stunden mussten die Deutschen ihre Häuser verlassen, mitgenommen konnte nur Handgepäck werden. Schmuck, Wertsachen und der Hausschlüssel
mussten bei der Sammelstelle abgegeben werden. Von den begleiteten Soldaten brutal angetrieben, schleppten sich dann diese Elendszüge, meist Frauen mit Kleinkindern und alte gebrechliche Leute, unter Gewalttaten der Begleitmannschaften und der tschechischen Bevölkerung in oft tagelangen Fußmärschen zur Grenze. Allein auf dem Todesmarsch von 20.000 Brünner Deutschen nach Niederösterreich wurden mehrere tausend Personen erschlagen oder starben an Hunger und Erschöpfung. Und die Tschechen hatten es eilig mit der Vertreibung. Noch vor dem Beginn der Potsdamer Konferenz am 17. Juli 1945 waren bereits mehr als eine halbe Million Sudetendeutsche vertrieben oder geflohen. Schon in Jalta entschieden sich Roosevelt, Churchill und Stalin für eine Vertreibung der Deutschen aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa. Am 2. August 1945 beschlossen sie dann auf der Potsdamer Konferenz endgültig die humane Vertreibung von 15 Millionen Deutschen. In der GSR wurden von Jänner bis November 1946 über 1000 Eisenbahnzüge mit durchschnittlich je 1200 ausgeplünderten sudetendeutschen Männern, Frauen und Kindern vollgestopft und sie aus ihrer angestammten Heimat vertrieben. Etwa 2,8 Millionen kamen nach Deutschland, rund 150.000 landeten in Österreich. Der größte Teil von ihnen besaß nicht mehr, als sie am Leibe trugen. Nach neuesten Untersuchungen haben über 240.000 Sudetendeutsche diese unmenschliche Vertreibung nicht überlebt, wurden in offenen Massakern ermordet, haben aus Verzweiflung Selbstmord begangen, starben an Folterqualen, Hunger und Erschöpfung bei Todesmärschen und in Lagern. Eine schreckliche Bilanz. Gewiss wurden während der NS-Herrschaft auch in der GSR Kriegsverbrechen begangen und die Täter gehörten bestraft. Aber war es erlaubt, als Vergeltung Millionen Deutsche von Haus und Hof zu vertreiben? Waren diese Opfer nicht in der überwältigenden Mehrheit Menschen, die an den Untaten unbeteiligt und ohne Einfluss auf sie gewesen waren? In der Tat wurden die Sudetendeutschen Opfer einer blutigen Rache und Vergeltung und mussten in einem Meer von Blut und Tränen für Gräueltaten büßen, die sie nicht begangen hatten. Mit dem in Potsdam beschlossenen Vertreibungsbeschluss waren neben der Sowjetunion auch die USA und Großbritannien an einem der größten Verbrechen an 15 Millionen Deutschen beteiligt. Denn Vertreibung aus der angestammten Heimat ist, ganz abgesehen von den dabei vorgekommenen Grausamkeiten und Morden, eine millionenfache Verletzung der menschlichen Grund- und Freiheitsrechte. Die
Die New York Times schrieb am 13. November 1946 über das alliierte Potsdamer Abkommen: der unmenschlichste Beschluss, der jemals von zur Verteidigung der Menschenrechte berufenen Regierungen gefasst wurde. Aus ihrer Heimat vertriebenen Sudetendeutschen wurden in Deutschland und Österreich auf engstem Raum in Massenquartieren und Barackenlager untergebracht. Die allgemeine Situation damals: heimatlos, bettelarm, arbeits- und existenzlos, geplagt von Heimweh, Hunger und Kälte, aber sie lebten und hatten Mut und Energie, in den neuen Ländern wieder neu anzufangen. Durch die 1948 beginnenden Auswanderungen wurden die Sudetendeutschen in die ganze Welt zerstreut. Doch wo immer sie hingeraten sind, sie alle haben sich in kurzer Zeit eine neue Existenz aufgebaut, haben eine neue Heimat gefunden, in welcher ihre Kinder und Enkel in Freiheit und Frieden leben können.